Dezember, Januar, Februar, März, April. Okay, also es wären jetzt doch schon bald 5 Monate, die ich mir Zeit genommen habe für diese Pause. Und damit herzlich willkommen zurück, vor allen Dingen an mich. Ich möchte mich nochmal bedanken, dass diese Pause so gut von euch aufgenommen wurde und in der Pause sogar noch mehr Abonnenten hinzugekommen sind, anstatt dass es irgendwie weniger geworden sind. Das hat mich mega gefreut und natürlich auch irgendwo motiviert, diese Pause gut und sinnvoll zu nutzen. Und jetzt bin ich wieder hier und heute möchte ich ein bisschen darüber reden, was habe ich so in meiner Pause gemacht und was wird hier demnächst auf YouTube passieren. Was habe ich so die letzten 5 Monate eigentlich gemacht? Das Erste, was wahrscheinlich auch am auffälligsten ist, ich habe mir einen Pony geschnitten. Und ich habe ihn selber geschnitten. Ich habe mir ungefähr einen ganzen Tag lang, ich glaube es war ein Sonntag, ganz viele Videos angeguckt, wie man sich selber einen Pony schneidet. Und dann habe ich an dem nächsten Tag, am Montagabend, gesagt, so, und jetzt mache ich das. Und das ist dabei rausgekommen, beziehungsweise ist er jetzt schon wieder etwas zu lang und ich müsste eigentlich nachschneiden, aber naja. Außerdem habe ich mir ganz bewusst mal ein bisschen Zeit genommen für ein paar Hobbys, die ich sonst etwas mehr vernachlässige. Dazu zählt zum einen Nähen. Ich habe mir letztes Jahr im Sommer, glaube ich sogar schon, bei stoffe.de einen Stoff bestellt, der im Asanoha-Muster ist. Und wer mich ein bisschen jetzt kennt, weiß, dass ich dieses Muster liebe. Aber ich glaube, hier auf YouTube habe ich das noch gar nicht so gesagt. Deswegen, ja, ich liebe japanische Muster und vor allen Dingen das Asanoha-Muster. Und da musste ich natürlich diesen Stoff kaufen und ich wollte irgendwas Cooles, Dekoratives damit machen. Und deswegen habe ich ein paar Kissenbezüge genäht, die dieses Muster haben. Vorher hatte ich, glaube ich, so gräulich-schwarze Kissenbezüge und jetzt haben sie ein wunderschönes Asanoha-Muster. Dann habe ich ganz viele Bücher gelesen und vor allen Dingen habe ich in den letzten Monaten mal ein bisschen mich darauf konzentriert, Bücher von japanischen Autoren zu lesen. Das habe ich nämlich bisher noch gar nicht so viel gemacht, aber da gibt es auch so Unmengen an Büchern, dass ich gefühlt nur so eine ganz kleine Spitze von dem Berg geschafft habe, den ich eigentlich gern gelesen hätte. Ein anderes Projekt, das ich gestartet habe in der Pause, ist mein Japan-Erinnerungsalbum. Und das wollte ich schon so lange machen. Und zwar eigentlich, seit ich aus meinem Auslandsjahr zurückgekommen bin. Ich habe natürlich ganz viele Fotos gemacht in Japan, aber ich habe auch super viel so Eintrittskarten gesammelt oder irgendwelche anderen kleinen Erinnerungsschnipsel. Und ja, da wollte ich immer mal ein Erinnerungsalbum machen, wo ich eben diese Fotos einklebe, aber auch die ganzen anderen Sachen und ein bisschen so dazu schreibe, wie das damals war und so. Jetzt ist es natürlich noch relativ frisch. Damals war es natürlich, wäre es noch viel frischer gewesen, wenn ich es direkt gemacht hätte. Aber wer weiß, ob das in 10, 20 Jahren einem diese Erinnerungen noch so präsent sind. Und deswegen wollte ich das gern festhalten. Und dieses Erinnerungsalbum habe ich jetzt endlich begonnen. Ich habe schon echt viel Arbeit reingesteckt, aber ich bin erst so gefühlt von der Zeit her, ich glaube so 1-2 Monate oder so, die ich in Japan war, sind jetzt in dem Album. Also es wird noch sehr lange dauern, bis das fertig ist, aber ich bin so froh, dass ich dieses Album jetzt endlich mal gestartet habe. Wer mir nicht nur auf YouTube, sondern auch auf anderen Social Media folgt, hat vielleicht mitbekommen, dass ich angefangen habe, auf Twitch ein bisschen Gaming zu streamen. Und zwar vor allen Dingen Sims 4 und Animal Crossing. Das Ganze mache ich allerdings sehr, sehr unregelmäßig. Also wirklich nur dann, wenn ich das Gefühl habe, jetzt würde ich eh gerade spielen und dann schmeiße ich den Stream halt noch an. Und quatsch ein bisschen mit den Leuten, die vorbeikommen wollen und rede ganz viel über Japan, wie das halt so ist. Und wo wir gerade bei Gaming sind, eine Sache, die in den letzten Monaten auch sehr viel Zeit eingenommen hat. Ich möchte das nicht negativ klingen lassen, deswegen sage ich eingenommen hat. Ist die Yakuza-Reihe, also die Yakuza-Spiele, die eigentlich PS2-Spiele sind, aber ich spiele sie auf der Xbox, weil sie im Xbox Game Pass drin sind. Und zwar habe ich angefangen mit Yakuza Zero, jetzt vor kurzem auch Yakuza Kiwami. Aber Yakuza Zero ist ein so umfangreiches Spiel, dass es einfach, ich glaube, seit Februar, was jetzt 2 Monate ungefähr sind, seitdem ich das Spiel begonnen habe, habe ich über 80 Stunden da reingesteckt und förmlich in diesem Spiel an manchen Tagen und Abenden gelebt. Was mir gerade noch eingefallen ist,
was ich gemacht habe, jetzt wo ich schon so halb abgebaut habe, ist meine neue Kamera. Ich habe mir eine neue Kamera gekauft und zwar gebraucht bei Calumet. Und zwar eine Sony Alpha 6600. Ja, und ich bin bisher sehr zufrieden, wobei sie euch zeigt, wie schön ich gealtert bin in den letzten Jahren. Aber naja, also es sind echt viele Details, an die ich mich erst gewöhnen muss, die diese Kamera auf meine Haut aufnimmt. Und was ich natürlich auch ganz viel gemacht habe, ist für YouTube Ideen zu sammeln, Ideen zu sortieren und zu strukturieren und Prioritäten zu setzen und so ein bisschen mal zu sortieren, was da in meinem Kopf so drin ist. Und deswegen gehen wir mal über zu der Frage, wie geht's jetzt hier eigentlich weiter? Und mir fällt halt auf, ich glaube, ich habe genau das gleiche an, was ich im letzten Video anhatte, oder? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber es gibt so ein paar Comfort-Outfits für Videos, wo irgendwie das Mikrofon mich nicht stört oder generell irgendwie das Outfit einfach angenehm ist zum Aufnehmen. Und ich glaube tatsächlich, ich hatte dieses gleiche Outfit an. Aber naja, eine erste Sache, die ich für mich einfach festgesetzt habe, ist, dass YouTube wieder im Vordergrund stehen soll. Mit den ganzen anderen Social Media und vor allen Dingen mit Instagram hatte ich einfach so im letzten Jahr vor allen Dingen, aber auch schon ein bisschen vorher vielleicht, mega das Gefühl, dass Instagram sehr viel mehr Zeit einnimmt, als es mir lieb ist. Also als ich dem Ganzen auch widmen möchte, weil eigentlich das Erstellen von Videos mir super viel Spaß macht und Bewegtbild einfach mein Ding ist und Fotos cool sind, aber mich eigentlich gar nicht so sehr catchen. Und deswegen habe ich für mich festgesetzt, YouTube soll wieder Priorität werden. Und deswegen habe ich mir eben auch diese Pause genommen, um das einfach wieder hinzubekommen. Der eine oder andere hat es vielleicht auch schon mitbekommen, dass es auf meinem Kanal jetzt einen neuen Kanalbanner gibt, wo ein, ich sag mal, neuer Slogan draufsteht oder sagen wir mal so überhaupt mal ein Slogan oder so ein Motto für den Titel, weil das gab es bisher nicht und das hat mir mega geholfen, festzusetzen, welche Ideen möchte ich wirklich angehen und umsetzen und welche Ideen überschreiten eigentlich meine Kapazitäten. Und zwar ist das neue Motto meines Titels Leben als Japan-Enthusiastin in Deutschland. Die Geschichte hinter dem Motto ist vielleicht ein bisschen unspektakulärer, als man jetzt denkt, aber ich erzähle sie trotzdem einfach mal. Und zwar war es mir wichtig, dass ich irgendwie mit so einem Motto so eine Art Klammer um all die Themen setze, die es hier auf meinem Kanal gibt, damit eben auch, wenn Leute den Kanal sehen, direkt wissen, ah, das ist hier das Thema. Das war mit meinem alten Kanalbanner und was da so drauf stand, irgendwie nicht so richtig ersichtlich und das wollte ich gern ändern. Gleichzeitig habe ich aber auch so das Gefühl gehabt, dass ganz oft, wenn Leute über Japan Videos machen oder in Japan angefangen haben, Videos zu machen und irgendwann wieder in Deutschland sind oder Leute zum Beispiel aufgrund von Corona jetzt nicht mehr nach Japan reisen und keine Reisevlogs mehr machen oder sowas, dass viele Kanäle entweder so ein bisschen eingeschlafen sind oder der Fokus sich geändert hat, dass nicht mehr so krass Japan im Vordergrund stand. Und oft habe ich so diesen Satz gehört, dass ja, wenn so J-Vlogger wieder zurück nach Deutschland kommen, dann haben sie meistens keinen Content mehr oder dann haben sie meistens nicht mehr so ja, die Themenvielfalt, die man dann hat, wenn man in Japan ist. Aber ich dachte mir so, ey, ganz ehrlich, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Denn eigentlich habe ich mir gedacht, ist es ja so, dass die meisten Leute, die auf YouTube Deutschland unterwegs sind und sich was über Japan angucken wollen, in Deutschland leben. Also ich glaube, wenn man selber in Japan lebt und vielleicht auch schon länger, dann ist man nicht mehr so krass daran interessiert, Videos über Japan zu gucken, weil das für einen ja dann auch Alltag ist. Weshalb ich dann auch so dachte, die meisten potenziellen Zuschauer, die ich habe und die auch viele dieser anderen Kanäle haben werden, leben eigentlich hier in Deutschland. Und klar ist jetzt mein Alltagsleben hier in Deutschland bestimmt nicht super krass spannend und nicht interessant in der Hinsicht, dass es irgendwas mit Japan zu tun hat. Aber jeder von uns wird ja so ein bisschen versuchen, Japan in seinen Alltag einfließen zu lassen und vor allen Dingen auch daran interessiert sein, wie machen das eigentlich andere hier in Deutschland? Und wie lebt man eben als Japan-Enthusiastin oder Japan-Fan hier in Deutschland? Und was kann man machen, um so ein bisschen Japan-Feeling in seinen Alltag zu bringen, um irgendwie japanische Sachen zu sehen, zu machen, zu erleben
Und das ist so ein bisschen das, was ich jetzt in den Fokus setzen möchte. Also, dass ich euch einfach zeige, wie schaffe ich es hier in Deutschland, meinen Alltag etwas japanischer zu machen, japanisch inspirierter oder wie auch immer man es nennen möchte. Also, wie schaffe ich es, Japan in mein Leben zu bringen, obwohl ich nicht in Japan bin? Und ich glaube, dass das etwas ist, was vielen, also wo sich viele dann auch wiederfinden können, weil sie ja genau das Gleiche versuchen zu machen. Und das war so meine Idee hinter dem Motto. Und das ist jetzt sozusagen der neue Fokus vom Kanal. Und ich hoffe, ich kann dem gerecht werden. Ich habe da schon so ein paar Sachen nämlich mir überlegt. Das nächste, über was ich mir dann so Gedanken gemacht habe, ist, wie oft möchte ich Videos hochladen? Was für Videos sollen das sein? Welche Themen möchte ich vielleicht nicht mehr machen? Welche Themen möchte ich dafür hinzunehmen? Etc. Und ja, meine Idealvorstellung ist, dass ich ungefähr zweimal im Monat ein Video hochlade. Das heißt, circa alle 2 Wochen. Und ich sage dazu, dass das meine Idealvorstellung ist, weil ich weiß, dass ich das selber nicht immer erreichen werde. Aber das ist so das Ziel, was ich im Kopf haben möchte, weil ich glaube, ohne Ziel schaffe ich es einfach nicht. Also da vertage ich das Videoschneiden halt immer wieder. Und das möchte ich vermeiden, dass ich da, ja, sage ich mal, meine eigenen Prokrastination verfallen. Von den Arten der Videos her habe ich auch hier mir überlegt, dass der Idealfall wieder ist, dass es immer abwechselnd ein thematisch recherchiertes Video geben wird und ein Vlog. Bei den thematisch recherchierten Videos denke ich so an die Videos wie zum Beispiel das Shinjin-Yoko-Video oder ja auch das Video zum Thema, wie viel Tee Japaner trinken, was ich letztes Jahr gemacht habe, sowas in die Richtung. Die sind halt ein bisschen aufwendiger und die brauchen mehr Zeit. Die Vlogs sollen dann einfach wieder etwas freier und kreativer sein. Also sowas wie hier kann das zum Beispiel sein. Ich habe aber letztens auch an einem Online-Event teilgenommen und davon einen Vlog gemacht. Und da bin ich sehr gespannt, wie ihr den finden werdet, weil es mal was ganz anderes ist. Von den Themen her ist es so, dass ich trotzdem noch relativ offen bleibe für alle Themen, die irgendwie in Bezug zu Japan stehen. Allerdings wird es ein Thema nicht mehr so stark auf meinem Kanal geben, wie das in den letzten 2 Jahren so der Fall war. Und das ist das Thema Tee und Teezeremonie. Und das liegt nicht daran, dass das Thema für mich nicht mehr relevant ist, auf keinen Fall. Aber es liegt daran, dass der Aufwand, den ich für diese Videos mache und die Zielgruppe, die das dann interessiert und das, was bei den Videos dann bei rumkommt, auch für den Kanal, sage ich mal, einfach in keinem Verhältnis stehen. Also ich habe für mich beim Thema Teezeremonie einfach sehr hohe Ansprüche daran, was ich dazu sagen will, weil ich auch nichts Falsches sagen möchte. Und das dann in Verbindung damit, dass das halt wirklich nur ein Bruchteil meiner Abonnenten interessiert, merke ich einfach, dass das nicht so richtig zielführend ist. Und deswegen wird dieses Thema stark reduziert werden. Ich habe allerdings aktuell eine Überlegung, das irgendwie nochmal in einem anderen Format anzugehen. Allerdings bin ich mir noch nicht sicher, ob das irgendwann passieren wird und wie das passieren wird. Bei allen anderen Themen und auch potenziell neuen Themen halte ich mich noch so ein bisschen bedeckt, weil ich da noch nicht zu viel sagen möchte. Wer mir auf Instagram folgt, hat es vielleicht mitbekommen, dass ich mal so eine kleine Umfrage Anfang des Jahres gemacht habe, welche Themen ihr zum Beispiel mit dem Kanal oder ich sag mal auch dem Account Aprikosenklang assoziiert, was ihr eher seht, was ihr nicht so seht. Das war für mich ganz spannend, da einen Einblick zu bekommen. Und einmal aus dieser Umfrage und auch tatsächlich aus meinen Twitch-Streams, ich habe Probleme mit Worten, wo zu viele S Laute aufeinander kommen und das ist bei Twitch-Streams der Fall. Aus diesen Umfragen und aus den Twitch-Streams habe ich dann aber auch die Bestärkung für ein Videoformat bekommen, das ich sowieso schon geplant hatte. Und zwar werden das Japan in Deutschland Top-Listen, sage ich mal. Also sowas wie, was ich jetzt auch schon fertig produziert habe, was eines der ersten Videos sein wird. Was sind meine Top 3 Japan-Spiele aus 2020? Sowas in die Richtung. Also was sind meine Top 3 oder Top 5 oder Top was auch immer von dem und dem Bereich, die mir helfen, eben ja, Japan nach Deutschland zu holen. Was eben so diese ganze Klammer wieder ist. Und da wird es also demnächst ein paar von geben. Ein paar habe ich schon geplant und schon grob strukturiert. Aber ihr dürft mir gerne auch nochmal in die Kommentare schreiben, was für Top-Listen im Bereich Japan in Deutschland euch
ja, von mir interessieren würden. Und eine letzte Sache, die ich mir vorgenommen habe, bevor ich eben aus der Pause zurückkomme, ist, dass ich 3 Videos vorproduziert haben wollte. Einfach damit ich am Anfang so ein bisschen den Puffer habe und nicht direkt wieder in dieses Hamsterrad laufe von wegen, was ist das nächste Video, was ist das nächste Video. Und das hier ist jetzt Video Nummer 3. 2 Videos sind also schon vorbereitet, die werden dann demnächst in den nächsten paar Wochen online gehen. Ich bin sehr gespannt, wie sie bei euch ankommen. Ja, und das heißt, ich bin jetzt wieder zurück. Es wird offiziell wieder regelmäßig Videos auf Aprikosenklang geben. Das fühlt sich gerade sehr richtig und sehr gut an, das zu sagen. Jetzt kennt ihr ja so ein bisschen die neuen Strukturen und die Ideen, die ich so habe. Aber dadurch, dass das hier immer so ein bisschen so ein Austausch sein soll und ich die Videos auch ein bisschen für euch mache, natürlich auch sehr viel für mich, aber im Endeffekt hat trotzdem zu einem gewissen Grad auch für euch, würde es mich interessieren, was ihr noch so für Themenvorschläge habt, die vielleicht ganz gut zu dem neuen Motto passen würden. Eigentlich wollte ich dieses Video übrigens draußen drehen, aber heute ist draußen irgendwie so 5 Grad und übel Regen und Schnee und keine Ahnung was. Und ja, deswegen habe ich das jetzt übrigens trotzdem mal hier drin gemacht, aber in einem etwas anderen Setting als sonst. Ich finde das eigentlich ganz cool, weil hier hat man auch ein bisschen einen Blick auf Eden und so. Anyway, ich bin am Ende des Videos angekommen und vielen Dank, dass ihr immer noch da seid und vielen Dank, dass ihr euch dieses Video bis hierhin angeschaut habt und ja, es freut mich, dass es wieder weitergeht und damit sage ich bis zum nächsten Video.